Breakdown Forest ist ein Spiel auf Leben und Tod, in dem Mörder, Vergewaltiger, Psychopathen, Drogendealer und Sadisten im Schmerztal unfreiwillig ums nackte Überleben kämpfen. Die von uns seit Anfang 2015 begleitete Kinoproduktion steht nun vor der Fertigstellung. Wir ziehen mit Team und Schauspielern ein kleines Fazit. Auch wir können auf spannende 3 Jahre zurückblicken, in denen wir die Produktion des Action-Thrillers Breakdown Forest begleitet haben. Beeindruckend zu sehen, was aus den Szenen am Set im fertigen Film entsteht. Ich bin der, der dich herausführen kann, also bitte, knall mich an, komm! Knall mich ab, es ist mir scheißegal, ich wusste, worauf ich mich einlasse. Ist das so? Dann pass mal auf. Was für andere die Hölle ist, ist für mich das Paradies. Mein Spiel, meine Regeln. Regisseur Patrick Roy Beckert und Produzent Thomas Kertschmer haben ganze Arbeit geleistet. Jetzt sind wir auf der Zielgeraden. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen. Also ich sag mal, der Löwenanteil der Arbeit, der sehr viel Nerven gekostet hat, ja, wo man viele Leute aus Gesamtdeutschland hier ankarren muss, sage ich jetzt mal so lapidar, das haben wir jetzt fertig. Jetzt kommt die Postproduktion bzw. der Schnitt. Patrick wird den Schnitt machen, der wird den Film zusammenbauen. Und ich denke auch sehr spannend und dass er eine gute Pace hat, dass er gut läuft und unterhält, weil der Film wird wahrscheinlich 2,5 Stunden dauern. Und in dieser Zeit werden eine Menge Schauspieler zu bewundern sein. Alte Hasen des Genres, genauso wie äußerst talentierte Newcomer. Jetzt muss ich mir noch einen Gehörschaden wegen dem Knall meiner Waffe verpassen. Jetzt pass mal gut auf, Kollege. Ich bin kein Opfer. Ich bin niemals Opfer. Ich produziere nur Opfer. Und wenn du mir noch ein einziges Mal über den Weg läufst, wirst du verstehen, was ich meine. Bartholomäus Kowalski, der im Film den Polizisten Leon Kamarowski spielt, kann auf eine tolle Drehzeit zurückblicken. Ja, also wenn man so bedenkt, dass wir wirklich mit 3 Mann im Wald angefangen haben, den Film zu machen, vor 3 Jahren oder vor 3,5 Jahren. Und wir jetzt heute hier stehen, wirklich mit einer riesen Crew, mit Catering, mit dem Fernsehen, mit euch. Das ist schon geil natürlich. Das war eine super Zeit mit Höhen und Tiefen. Wir hatten mega viel Spaß bei den Drehs und auch an den Abenden. Sind zwar manchmal ziemlich lang geworden, aber gut, ich bin gespannt, wie es am Ende wird und ich hoffe, es wird geil. Jo, ganz wichtig im Film ist natürlich auch die Visagistin. Melanie Nördemann ist ein absoluter Profi, was dieses mit hier angeht. Und sie hat dann entsprechend unsere Stars versorgt. Eine glänzende Stirn, Poren oder Falten bei den Schauspielern. Nicht, wenn sie bei ihr in der Maske waren. Es sei denn, die Rolle sieht es so vor. Anfängliche Berührungsängste mit den Altstars haben sich schnell gelegt. Man kennt die ja zwar nicht, wenn man zum Set kommt und denkt so, oh, man ist aufgeregt, das sind ja auch bekannte Leute. Aber wenn man die dann kennenlernt und so ein bisschen mit denen ins Gespräch kommt, dann merkt man, dass die auch super mit einem umgehen. Und gerade bei mir als Visa sind sowieso immer alle nett, weil sie mich alle mögen. Ich mache ja auch was Schönes mit denen. Ne? Für die weniger schönen Make-ups ist Ingo Niedballer verantwortlich. Ich bin sehr gespannt auf das Ergebnis. Ich merke das schon, wie filigran der Ingo hier arbeitet. Der Make-up-Artist, für den seine Arbeit eine künstlerische Berufung ist, zeichnet in Breakdown Forest für die speziellen Effekte verantwortlich. Apropos Special Effects. Die Körpereinschüsse im Film sind ein Steckenpferd von Barbara und Werner Meierl. Sie werden mit sogenannten Squibs ausgeführt, die in speziell angefertigte Bleiteller montiert und mit Kunstblutbeuteln in eine schusssichere Weste verbaut werden. Das Ganze wird beim Dreh dann mittels einer Funkanlage gezündet. In der Szene mit Thomas Kertschmer hat alles geklappt. Aber Barbara Meierl kann sich auch an andere Situationen erinnern. Also wir hatten auch schon mal einen Darsteller, den wir erschießen hätten sollen mit Squibs. Und dann sind die so losgegangen, die 10 Stück. Und er hat halt auch so gezuckt, hat aber bloß vergessen umzufallen. Und es war halt dann recht lustig, weil eben das durch einen Schnitt gelöst werden musste, dass er eben dann aus dem Bild rausfällt.
Bei aller Action darf aber in einem guten Thriller auch das Thema Erotik nicht ganz fehlen. Den Part setzt Michaela Schäfer professionell Danke, um. Danke, Goran. Aber die brauche ich nicht. Wer schön sein will, muss leiden. In hunderten von Szenen ist Jan Holzapfel für das perfekte Bild verantwortlich. Immer wieder werden die Kameraeinstellungen verändert, die Aufnahmen gesichtet und noch einmal gedreht, bis das Ergebnis perfekt ist. Ja, also mit dem Kameramann lief natürlich alles super mit unserem Jan Holzapfel und mit den Schauspielern ebenfalls. Ne? Gut, man hat natürlich immer mal wieder den einen oder anderen Kandidaten dabei, wo ja, die ein bisschen schwieriger sind, aber summa summarum, wir haben uns ja den ganzen Cast selber zusammengepickt, der Thomas und ich, ne? Und wir sind sehr zufrieden, ne? Und jeder hat 100% gegeben und ich denke, das wird man im Ergebnis nachher auch sehen. Ne? Für Produzent Kertschmer war dabei die Finanzierung des Kinostreifens allerdings kein leichtes Unterfangen. Es ist in der Tat so, dass man natürlich auf Sponsorensuche geht und auch Unterstützer benötigt. Und es ist leider auch so, dass man Leute kennenlernt, die dann irgendwelche Versprechungen machen und diese dann nicht halten. Und mich natürlich dann irgendwo ein bisschen in die Bredouille bringen. Das ist dann sehr uncool, aber gut, damit muss man leben. Dagegen konnte er in seinen Rollen als die Gebrüder Ribbeck so richtig aufleben. Sie waren ihm von Regisseur Beckert wie auf den Leib geschrieben. Die Pracht! Vom Thorax zum Gluteus Maximus. Ein hervorragender Drehbuchschreiber und Regisseur. Ein junger Mensch, der das sich autodidaktisch beigebracht hat. Einfach großartig. Ja, wie gesagt, jeder hat bestätigt, dass diese Dialoge, die dort geschrieben worden sind, recht einzigartig und einfach toll sind. Schauen wir, wie es ankommt. Ich bin kein Hellseher, aber ich bin guter Dinge. Guter Dinge sind nun auch wir. Und freuen uns mit allen Liebhabern des Actionfilms auf die Kinopremiere von Breakdown Forest.